Hi, willkommen zurück bei Tienchen TV. Ich habe noch Geburtstagspost und zwar von der lieben Birgit, den meisten von euch wahrscheinlich eher bekannt als Bivo Dekowelt. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, was ich gekriegt habe, dann geht es nach dem Intro direkt weiter für euch. Ja, die liebe Birgit hatte mir schon angekündigt, sie will mir was schicken. Und wer ihre Videos verfolgt, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox, der weiß, dass sie immer sehr sorgfältig und liebevoll arbeitet. Und ich möchte jetzt mal sehen, was sie mir hier außer diesem schönen Eis, wie sie das gemacht hat, zeigt sie auch in einem Video, alles Schönes eingepackt hat. Wir beginnen mit der Karte. Und die ist wunderbar vintagig. Und da steht, die Welt ist schön, weil du da bist. Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Und ich lese mal kurz, was sie mir geschrieben hat. Also es ist auch ein bisschen Babypost dabei. Vielen Dank, liebe Birgit. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ja im Mai Oma geworden. Und ich habe gedacht, sie schickt mir was für die Kleine, aber sie hat gesagt, nein, das ist für die Oma, also für mich. Wir beginnen mit dem tollen Eis, das sie also auch in einem Video zeigt, wie sie das macht, mit verschiedenen Papieren dekoriert. Und da steht, es ist was Süßes drin. Und das Süße sind wunderschöne Blümchen in einer ganz, ganz tollen Größe, die man super verarbeiten kann. Auf allem Möglichen. Ich lese mal aus, denn da ist noch was anderes. Also ihr seht hier schon Blümchen in verschiedenen Farben und alle in dieser schönen Größe, die man also auf jeder Karte oder auf jedem Album problemlos verarbeiten kann. Mir sind sie ja oft zu groß, aber die haben eine ganz, ganz tolle Größe. Und dann hat sie mir hier kleine Nähmaschinen eingepackt. Ganz viele. In dem schönen Bronzeton, den ich so gern mag. Vielen Dank, liebe Birgit. Das kommt in mein Kästchen für die, wo ich meine ganzen Nähsachen drin habe. In das ich mir gebastelt habe. Dann habe ich hier so eine süße Karte, die wie ein Body aussieht. Und die kann man hier öffnen, wo man auch die Bodies öffnen kann. Sehr, sehr niedlich. Hier eine kleine Tasche. Also sie hat sehr viel Liebe zum Detail. Hier die Perlchen und hier ein bisschen Spitze und der kleine Teddy. Und in der Tasche steckt noch ein Fläschchen drin. Und auf der Rückseite eine wunderschöne ATC-Karte. Ganz, ganz toll für meine Sammlung. Vielen Dank auch dafür. Dann habe ich hier noch Beutel. Ich hoffe, es raschelt euch nicht zu sehr. Und in dem Beutel, ich mal gucken, ah, da hat sie mir Puzzleteile aufgeklebt, die man ganz toll für Mixed Media benutzen kann. Also die kann man jetzt noch bearbeiten, bemalen mit allen möglichen Wachsen und so weiter. Oder also als Kartenaufleger oder für ein Journal oder irgendwas benutzen. Ganz, ganz toll. Da machen sich also so als 3D-Element machen sich diese Puzzle-Abschnitte immer sehr, sehr gut. Und dann nochmal den hier. Das scheint mir die Nase von einem Pferd zu sein, aber ich bin nicht sicher. Ist auch egal. Jedenfalls wunderschön für Mixed Media. Vielen Dank dafür. Dann habe ich hier eine Serviette mit so einem, oh, mit so einem wunderschönen. Sie arbeitet ja mit dieser tollen Tüchertechnik und auch mit solchen Gitterbordüren und so weiter. Also alles, was irgendwie Struktur bringt und was man dann hinterher wieder wunderbar mit diesen Wachsen rausholen kann. Das hat sie super drauf. Hier sind diese groben Bänder noch drunter. Hier so eine Feder aus einem Kuli. Also ganz, ganz toll hier ihr Logo. Wunderschön gestaltet mit den Motorrädern. Gefällt mir sehr gut.
Und auch die Serviette kann man für die Herbstbastelei nochmal wiederverwenden. Die Blätter einzeln rausmachen oder komplette Teile. Also ganz, ganz toll. Hier ist auch nochmal eine Serviette. Die ist wie ein Bonbon eingepackt. Sie hat es aber so zugemacht, dass ich mir hier nicht den Wolf knibber. Das ist nett von dir, vielen Dank. Kein Doppelknoten drin. Auch eine schöne Serviette. Ach, wie süß. Guckt euch das an, ich werde zum Hirsch. Ach, ist das niedlich. Ein kleiner Babyschuh. Wahrscheinlich aus MDF. Und da hängt nochmal so ein kleines Engelchen dran mit einem rosa Kleid. Ist das nicht zum Knutschen? Total niedlich. Schuhbänder dabei. Und ganz, ganz toll dekoriert mit den Herzen und so ein bisschen Gras. Also ganz, ganz toll hier oben mit Perlchen verziert. Also der ist wirklich sehr, sehr niedlich. Der hat sogar ein Profil unten. Guckt euch das an. Da werde ich die Daten von meiner kleinen Enkelin irgendwo vielleicht auf den Boden schreiben. Also das Geburtsdatum, wie schwer und wie groß sie war und die Geburtszeit. Und ich habe natürlich im Wohnzimmer Fotos von ihr stehen, also von meiner Enkelin. Und da werde ich diesen Schuh als Deko dazustellen. Den finde ich total knuffig. Also da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe das auch nie bei dir gesehen. Hast du gut geheim gehalten und ich freue mich riesig. Der ist total dekorativ und sehr, sehr süß. Vielen Dank auch dafür, dass du dir so viel Mühe gemacht hast, mir was Schnuckliges zu werkeln. Hier auf der Serviette sind Schaukelpferde drauf. Die ist auch sehr schön. Und dann habe ich hier noch ein großes Päckchen. Da sind diese wunderschönen Blumen drauf, die sie selber macht. Aus diesen alten Buchseiten. Die finde ich ganz, ganz toll. Weil die eben auch schon diese schöne Vintage-Farbe haben von Haus aus. Und man kann sie dann noch ein bisschen einfärben, wenn man sie dunkler haben möchte. Jetzt muss ich nur gucken, wie das aufgeht, dass ich nichts kaputt mache. Irgendwo geht es auf. Aber hier vorne. Und ich halte es mal so rum. Da scheinen mir nämlich Schnipsel drin zu sein. Ja, es sind Schnipsel drin, seht ihr. Auch innen ganz toll dekoriert. Mit dem Designpapier, das außen drauf ist. Und da sind ganz viele Schnipsel drin. Die möchte ich jetzt aber nicht alle ausleeren. Ich habe aber hier ein Päckchen ausgemacht in dem Schnipselchaos. Okay, das war das eine Päckchen. Die Schnipsel kommen wieder rein. Sonst habe ich hier gleich eine Konfetti-Parade. Und hier steht Lovebirds drauf. Und es sind auch Birds drin und noch Schnipsel. Und ich glaube, two little lovebirds sitting in the tree. Ja, tolle Wurst. Sie sitzen im Baum. Was sind das für Birds? Ich weiß nicht, aus was die sind. Ich pack's mal aus. Sie sind aus Keramik. Und es ist ein Salz. Und ein Pfefferstreuer. Sind die nicht total niedlich? Also Salz und Pfefferstreuer haben wir schon, aber keine so dekorativen. Die sind wirklich wunderschön. Die werde ich mir jetzt gleich befüllen. Da unten sind so kleine Nupsis, die das drin halten, damit es einem nicht rausfällt. Und die kommen dann bei uns auf den Tisch mit Salz und Pfeffer. Eine ganz, ganz tolle Idee, liebe Birgit. Wäre ich nie drauf gekommen, sowas zu verschicken, aber finde ich sehr cool, weil man es einfach immer braucht und weil es auf dem Tisch wunderschön aussieht. Ich danke dir herzlich auch dafür. Vielen, vielen Dank, dass du an meinem Geburtstag an mich gedacht hast und auch diesen niedlichen Schuh mir gebastelt hast und all die anderen wunderbaren Sachen. Und ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank und auch euch anderen danke ich herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Däumchen, über Kommentare natürlich für die Birgit. Wie findet ihr das, was sie da für mich ausgesucht hat?
Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, dann freue ich mich. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.